Sharon Stone hat in einem bemerkenswerten Instagram-Kommentar preisgegeben, 9-mal die Tragödie einer Fehlgeburt durchlebt zu haben. In ihrer Autobiografie The Beauty of Living Twice berichtet Sharon Stone von zahlreichen traumatischen Erlebnissen ihres Lebens, darunter auch von mehreren Fehlgeburten. In einem Kommentar zu einem Instagram-Post der Seite People enthüllte Stone nun, dass sie dieses Schicksal 9-mal durchleben musste. "Ich habe 9 Kinder durch Fehlgeburten verloren", schreibt der Star. "Das ist keine kleine Sache, weder körperlich noch emotional. Und trotzdem wird uns das Gefühl gegeben, dass dies etwas sei, das wir alleine und im Geheimen zu verkraften haben, im Glauben, versagt zu haben." Ihren Kommentar postete sie anlässlich eines Interviews der Seite mit Tänzerin Peta Margot Reid, die darin enthüllt hatte, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Sharon Stone, eine vernichtende Erfahrung. Im vergangenen Jahr hatte Stone ausführlich in der BBC-Radioshow Woman's Hour darüber gesprochen, was der Grund für die Fehlgeburten war. Neben einer Endometriose-Erkrankung sei auch der sogenannte Rheuma-Faktor dafür verantwortlich gewesen. Body Proud Moms. Diese Mamas sind stolz auf ihre Kinder und auf ihren Körper. "Deswegen konnte mein Körper die Embryonen nicht behalten", so Stone. Was ihr da mal sehr geholfen habe, sei das Gefühl von globaler Schwesternschaft, etwa in Form von Krankenschwestern. "Ah, ich mein letztes Baby verlor, ging ich durch 36 Stunden lange Wehen ohne danach zu gebären. Die Krankenschwestern blieben sogar an ihrem freien Tag bei mir. Ohne sie wäre ich alleine gewesen." Trotz dieser vernichtenden Erfahrung gab sie nie ihren Kinderwunsch auf. Durch Adoption ist Stone Mutter von 3 Söhnen, Quinn Kelly, Laird Vaughn und Rowan Joseph. Plus lesen Sie auch Plus. Brustbetrug, sexueller Missbrauch, die schockierenden Enthüllungen von Sharon Stone.